Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von All in One. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und werden heute uns mal ein bisschen um die Arbeitsplätze kümmern. Wir haben das immer mal wieder ein bisschen aufgegriffen, aber es reicht leider nicht aus. Ich würde gerne noch eine weitere generische Industrie mit reinbringen. Wir haben ja in der Nähe von diesem großen Autobahnkreuz eine Möglichkeit, habe ich ja schon mal ein bisschen angedacht, dort eine generische hinzubauen. Da verlaufen auch Gleise durch. Habe allerdings erst gedacht, dass das ja die Passagiergleise sind, dass wir das ja eh ein bisschen trennen möchten auf der Karte. Habe aber dann eben weiter entfernt einen Kreuz gefunden, wo eben die Gleise miteinander verbunden sind. Das heißt, die sind eh vermischt miteinander. Es wäre also nicht so schlimm, wenn wir dort oben dann auch einen Güterbahnhof hinbauen würden. Und würde jetzt erstmal so ein bisschen gucken, dass wir das verbinden, ne? Weil wir haben ja so direkt noch keinen Auf- und Abfahrt dort. Die kann ich auch noch nicht bauen. Es wäre ein bisschen zu knapp an dem Autobahnkreuz. Deswegen würde ich ganz gerne da noch warten, bis wir ein bisschen mehr Teile freigeschaltet haben. Und ja. Das ist für heute so ein bisschen der Plan und ich würde sagen, liebe Leute, wir legen direkt los. Es handelt sich hier um dieses Eck, da haben wir ja schon eine Kachel freigeschaltet, an diesem Autobahnkreuz. Und eben hier ist dieses Gleis, was durchgeht. Hier würde ich dann eben die generische gerne ein bisschen aufbauen, aber jetzt auch nicht so einen großen Klotz, sondern ich würde es gerne ein bisschen vermischen, weil mein großes Ziel ist ja auch, dass wir hier die 34.000 Einwohner erreichen für den nächsten Meilenstein. Ja, und da fehlt uns momentan noch 10.000 Einwohner. Und da wir hier halt keine Nachfrage haben, brauchen wir halt erstmal Arbeitsplätze wieder. Ja, und Gewerbe kriegen wir ja zwischendrin mal ein bisschen. Aber halt so die Industrie, ich würde jetzt nicht noch mehr Büro bauen wollen. Wir haben ja schon echt viel davon gebaut. Deswegen machen wir das mal hier. So, es wäre cool von euch auf jeden Fall, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, gerne auch ein Abo, könnt ihr rechts oben ins Eck. Da taucht was auf. Könnt ihr gerne drauf drücken, habt dann direkt Link zum Abonnieren, liebe Leute. So, ich sehe hier auf jeden Fall direkt schon, ja, manchmal denke ich dran. Würde gerne hier mit dieser Straße, die läuft ja gerade, würde ich jetzt aber hier nicht gerade weiterlaufen lassen. Ich würde ganz gerne gerade mal hier den Snap rausnehmen, damit wir halt auch mal so ein paar gebogene Straßen hier mit reinbekommen. Würde ich jetzt mal sagen, würde gerne hier einerseits so rumgehen und dann würde ich gerne als Brücke den Bogen machen. Ich sag, die magischen 12, die reichen ja aus. Würde ich gerne hier rüber gehen. Jetzt haben wir halt natürlich hier das Problem, dass die Gleise direkt hier durchlaufen. Ich würde auch versuchen, wie gesagt, das, was gebaut worden ist, so weitestgehend zu erhalten. Vielleicht ein bisschen umzubauen, aber ich würde das jetzt nicht anders verlaufen lassen. Ich finde es hier zwischendurch eigentlich ganz cool und würde dann einfach hier raus eine größere Brücke machen. Machen wir das? Warte mal. Könnte man machen, wirklich. Und dann gehen wir hier im geraden Stile wieder runter. Ja. Und sind dann hier drüben angekommen mit den Bäumen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich werde jetzt natürlich hier nochmal etwas die Art ändern. Würde hier dann gerne vielleicht das ein bisschen zusammenlaufen lassen. Überlege gerade, ob ich auch die Brücke ändere. Und vor allem hier den Farbton. Die Brücke nochmal zu ändern. Wie gesagt, das kostet uns, glaube ich, nichts. Das wäre dann auf die Weise. Dann würde ich gerne hier an dieser Stelle das vielleicht nochmal ändern. Dann haben wir hier ein bisschen Grün noch durch. Und das würde ich so lassen. Dann haben wir ein bisschen einen Switch von den Arten her. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, dann würde ich gerne hier hinten nämlich eine generische auf die Beine stellen. Das wäre mein großes Ziel hierbei. So, dass wir erstmal ein bisschen eine größere Straße auch durchlaufen haben. Siehst du, hier drüben kommen wir sogar gar nicht hin. Hier würde ich auch nochmal generische oder vielleicht würde ich diesen Bereich, würde ich unten drunter. Achso, warte mal, das ist ja die Erztextur. Ich müsste Sand drüber machen, damit man das wieder sehen, ne? Na, weiß noch nicht. Ich hätte überlegt, ob wir vielleicht Öl dorthin machen. Aber wir haben ja eh mit dem Industriedeal hier noch kaum was gemacht. Das wird auch noch kommen natürlich. Wie gesagt, wir bauen ja hier eh alles, was möglich ist. Also kommt das natürlich auf jeden Fall noch auf uns zu. Aber jetzt nicht ganz so baldig. Genau.
Aber wie gesagt, die 34.000 Einwohner, die wären echt eine sehr schöne Sache irgendwo mal. Lass ich mal hier so durchverlaufen mit der größeren Straße und würde gerne hier an diesen Stellen auch nochmal so nach vorne verlaufen lassen. Haben wir ein bisschen größere Straßen, die hier durchgehen. Das ist ein großes Areal. Es wird eine große generische und wird auch wieder sehr, sehr viele Arbeitsplätze hier mit reinbringen. Wir werden das natürlich auch anzeichnen, damit wir hier vielleicht mal irgendwelche Richtlinien machen können. Vor allem, weil halt hier jetzt auch die Richtlinien... Gut, Fähre ist es vielleicht ein bisschen unnötig aktuell. Mal gucken, ob da vielleicht nochmal irgendwann eine durchwinken wird. Aber Recycling haben wir hier und öffentliche Verkehrsmittel kostenlos haben wir auch an der Stelle dann. Das sind ja die Stadtrichtlinien, die wir schon mit eingestellt haben. Ja, und jetzt würde ich gerne mal schauen, dass wir hier natürlich ein bisschen generischer dann aufbauen. Ich habe jetzt keine spezielle Idee, wie ich das machen möchte. Ob ich das mit Einbahnstraßen vielleicht mal hier regeln möchte, wenn wir schon hier die Möglichkeit haben. Mal hier vielleicht wirklich von der Seite aus. Da haben wir die Rechtsabbieger, dann haben wir Linksabbieger. Ja, könnte man tatsächlich mal hier so durchverlaufen lassen als Einbahnstraße. Na, also ist okay, denke ich. Und dann machen wir das gleiche nochmal in die Richtung. Okay, hier kriege ich tatsächlich keinen Winkel. Ist nicht so schlimm, machen wir ein bisschen mit Augenmaß. Haben wir in beide Richtungen auf jeden Fall hier eine Einbahnstraße. Würde jetzt hier die Einbahnstraße noch miteinander verbinden. Ich baue, also Einbahnstraße ist wirklich für mich, baue ich so selten. Dass es natürlich gut gehen wird, weiß ich noch nicht. Aber werden wir feststellen. Das werden wir zusammen in Erfahrung bringen. Ich würde gerne hier... Weil da ja die Parkplätze dran sind, machen wir das mal auf die Weise. Hier weiter, hier durch, würde ich nicht gehen. Ich würde, wenn dann hier, so reingehen. Und das so machen wollen. Ja. Dann würde ich gerne... das ist die Frage. Ob ich hier mit einer Einbahnstraße hier rausgehen möchte. Ja. Oder? Doch, wir verbinden hier mit einer Einbahnstraße raus. Hier haben wir beidseitig. Und wie gesagt, wie in der anderen Industrie, werde ich halt je nachdem, wie es sich entwickelt, dann auch nochmal ein bisschen mit asymmetrischen Straßen arbeiten. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie sich das Ganze dann, ja, wie das angenommen wird, wo die Probleme sind, welche Straße viel verwendet wird, welche etwas weniger. Und da gucken wir uns das dann mal an, ne? Für mich ist es erstmal wichtig, wir haben hier Strom, haben wir genug. Wir haben leider Abwasser ein wenig schlechtere Zahlen. Überlege, ob ich hier nochmal irgendwo an diesen Stellen ein bisschen Abwasser hinbauen möchte. Ne, zum Beispiel hier drüben. Wäre das vielleicht noch eine Idee? Jetzt mal hier an dieser Stelle vielleicht nochmal ein bisschen Abwasser hinbaut. Machen wir auch hier mit Parkplätzen. Dann haben wir hier an den Gleisen. Wir dann noch mal gucken. Die großen haben wir leider immer noch nicht. Das sind vier Kästchen, ne? Fünf. Das ist ärgerlich. Naja. Machen mal zwei hier hin. Dann haben wir da erstmal wieder etwas Ruhe. Strom dürfte geleitet werden. Das passt alles. Wir lassen es auch hier im Ökostil. Ja. Und genau, dann würde ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen beginnen, dass wir überall Industrie aufbauen, bis auf die Hauptstraße. Ich überlege, ob ich hier Industrie 4.0 machen würde, direkt von Anfang an. Da bin ich jetzt gerade noch am Überlegen, soll ich hier als Richtlinie 4.0 machen? Weil wir haben ja Bürogebiete, die ja auch schon gut laufen. Die Industrie 4.0 wird sich halt auch lohnen. Ja, wir machen hier direkt von Anfang an, damit nicht alles umbaut, die Industrie 4.0. Schauen wir mal, ob das aufbauen würde. Das weiß ich jetzt halt auch noch nicht, wie das jetzt verläuft. Ich habe das sonst immer später geupgradet, aber von Anfang an hatte ich das, glaube ich, noch nie. Scheint aber ganz gut zu funktionieren. Die Arbeitsplätze gehen deutlich runter. Wenn das Gebiet mal soweit fertig ist, dann, ja, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. So eine Buslinie hier irgendwie durchverlaufen zu lassen, würde ich jetzt mal momentan noch nicht machen wollen.
Nee, das macht keinen so Sinn. Was ich allerdings machen würde, ganz gerne. Und zwar. Würde ich gerne hier mit so einer kompletten asymmetrischen durchgehen. Das funktioniert meistens semi-gut. So. Und dann würde ich gerne hier den Switch reinmachen. Ja. So. Das heißt, wir haben hier so eine komplette asymmetrische, die halt wirklich auf lange Sicht hier schon die Abbiegerspur mit drin hat. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Dann haben wir das. Jetzt muss ich hier nur mit dem Gelände schauen, dass wir hier natürlich ein bisschen vorankommen. Da kommen wir hier heute auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Stück weiter mit dem Ganzen. Hier unten drunter will ich auch noch generische vielleicht machen. Ich weiß es nicht. Hier, oder wir lassen die Bereiche frei. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Oder wir lassen das für den Güterbahnhof. Hof. Hier in der Gegend vielleicht ein bisschen frei, dass wir den unter der Brücke bauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt auf jeden Fall, weil wir hier ja an den Stellen haben wir das ja schon umgebaut, würde ich gerne auch hier das Ganze mal ein bisschen in Angriff nehmen, dass wir hier auch das Autobahnkreuz an der Stelle etwas verschönern. Ne? Und dann dürfte das hier auch an den Stellen gerade ein bisschen besser funktionieren. Ja. Weil hier hat es sich immer mal wieder gestaut und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich baue die Sachen so ein bisschen um, die halt mir nicht so gut gefallen und das war eben so eine Stelle und ich glaube gerade hier, wenn sich das mal so ein bisschen hier von dem Verkehr ein bisschen eingependelt hat, geht das vollkommen klar hier an den Stellen. Genau. Was ich jetzt natürlich machen müsste, auch wenn sie das tatsächlich automatisch machen, aber ich würde gerne hier zwischendrin auf jeden Fall das so machen, dass sie hier sich entscheiden, wo sie denn gerne hin möchten. Ja. Genau. So, dann haben wir das. An dieser Stelle. Das ist doch schön, oder? Das sieht auch cool aus. Das ist doch sehr, sehr schön. So, ja, wie gesagt, Stück für Stück bauen wir das aus. Nicht zu viel auf einmal natürlich. Aber, na, mir liegt es ja auch daran, dass wir dann immer hier mal wieder ein bisschen was weiter ausbauen. Gerade durch die ganzen Direktzuweisungen können wir das jetzt hier zum Beispiel auch schön trennen. Na, kommen Sie mal her, ich möchte Sie gerne anschließen. Würde ich gerne mit Winkel machen, passt. Kopieren, nehmen wir mit und fügen das auch hier nochmal ein. So. Das Einzige, was ich machen würde, ist... Ist ein bisschen umständlich mittlerweile mit diesem Ausklappen und so weiter. Ich muss mich da voll dran gewöhnen. Das hier möchte ich gerne so machen. So. Entgegengesetzt. Wurde mir mal gesagt. So, dann haben wir das soweit. Und da würde ich gerne auch hier an den Stellen das Ganze einfach nochmal mitnehmen, kopieren. Das ist halt das Angenehme daran, dass wir das alles nämlich schon gebaut haben. Oder angepinselt haben. Ja, dann haben wir das soweit. Würde ich hier dann gerne auch nochmal ein bisschen mit Müll aufbauen. An der Stelle, dass man von der Seite vielleicht auch ein bisschen mit Müll rein. Grätschen dadurch, wie gesagt, das ist ja automatisch entleert, das ist momentan echt simpel. Das passt für mich auch. Und dann würde ich hier an dieser Stelle auch nochmal ganz gerne eine Müllverbrennung mit reinsetzen. So. Kostet hier ein bisschen mehr, aber wir machen momentan einfach ganz gut Geld. Wie gesagt, Müll haben wir nicht so als extremes Problem. Ah, wohl. Würde ich schon sagen. Das heißt, auch hier würde ich vielleicht noch eine zweite Müllverbrennung mit reinnehmen. Ja, die sind halt nicht an dem besten Punkt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, den Bereich, ich lasse es echt so. Ich baue das wirklich um, wenn ich dann hier eben den Güterbahnhof mache. Ich würde es gerne in einem Satz machen, damit ich einfach die Straßen nochmal upgrade. Und das, wie gesagt, das staut sich jetzt momentan. Ist aber nichts Kritisches für unsere Stadt. Mal hier mal ganz kurz. Deswegen, das passt. Genau, das heißt, die Müllverbrennung sind natürlich ein bisschen teurer. Hier haben wir jetzt aber auf jeden Fall genug Arbeitsplätze geschaffen. Erstmal, die bauen jetzt nach und nach auf. Also die haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und jetzt würde ich natürlich hier an diesen Stellen auch nochmal gucken, dass wir vielleicht etwas Gewerbe mit reinbekommen. Na, wir haben zum einen hier drüben die Möglichkeit, hier parken wieder Leute. Wir haben hier drüben die Möglichkeiten.
Das würde vom Gelände her hier, glaube ich, auch möglich sein. Ne? Hier oben. An diesen Stellen dann vielleicht ein Gewerbegebiet auf die Beine zu stellen. Kleineres Gewerbe allerdings. Ich überlege, ob ich, wenn ich hier eine Straßenbahn vielleicht auch durchmachen würde, wäre doch vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Mal hier so ein Gewerbegebiet auf die Beine stellen. Das bin ich gerade so ein bisschen am überlegen. Wir könnten halt dann so nicht unbedingt mit asymmetrischen Straßen arbeiten, aber wir hätten hier eine Straßenbahn, die würde ich hier dann durchgehen, hier drum. Und hier vorne wieder irgendwo anschließen vielleicht. Mit so kleinen Straßenbahnen, also mit den kleinen Linien hier, so habe ich halt kaum gearbeitet. Ich hätte sie gerne trotzdem mal ein wenig mit drinne. Ja, man sieht, dass ich da kaum mitgearbeitet habe. Würde ich ja trotzdem gerne auch auf die Farbe etwas anpassen. Na, dann lassen wir die nämlich hier so durchlaufen. Oder wir lassen die tatsächlich hier noch ein Stück weiter durchverlaufen. Okay, der schüttet hier etwas auf. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Hier können wir das allerdings... Doch, können wir. Warte mal, hab eine Idee. Wir können das so machen. Warte mal kurz. Das ist vom Winkel, ist das nicht so? Ich würde gern hier dann rausgehen. Haben wir ja gelernt, ne? So, jetzt müssen wir das natürlich nur verschieben. Ob das jetzt Zeit gespart hat, bis ich das wieder getroffen habe, weiß ich noch nicht. So. Gut. Da haben wir hier den Anschluss. Hier sind wir dann mit der Straßenbahn unterwegs. Ja, finde ich, glaube ich, ganz nett. Finde ich, glaube ich, ganz nett. Dann machen wir hier an der Stelle vielleicht das Gelände nochmal ein bisschen. Ne? So. Und auf der einen Seite, also es ist halt die, auf der einen Seite habe ich dann wieder bei der Straßenbahn halt nichts gebaut, ne? Das ist es halt, ne? Also hier zum Beispiel, wenn die Leute hier eben mit der Bimmelbommel fahren, so durch, dann müssen wir mit Übergängen arbeiten an den Haltestellen, damit die dann auf die andere Seite kommen. Doch, das können wir machen. Können wir machen. Dann würde ich das, wie gesagt, gerne so anschließen. Was hatte ich jetzt hier vor? Ich würde hier gerne weitergehen. Das bringt uns aber auch nichts, ne? Ich weiß nicht, wie ich hier durch möchte. Aber vor allem weiß ich ja eh nicht, was ich mit dieser Straße hier machen möchte. Wenn ich jetzt hingehe, jetzt passt mal auf, und hier sage, dass wir hier in diese Richtung weitergehen. Dann hingehe und den hier ganz gemütlich hier anschließe. So, weil wie gesagt, hier weiter mit der Straßenbahn machen wir nicht. Wir haben hier unsere Schnellstraße und ja, hier haben wir ja eben ein bisschen unten dann die Universität. Ich würde gerne, wenn dann, hier oben weiter verlaufen. Ich würde die nebeneinander etwas verlaufen lassen. Ja, wie gesagt, wir machen das auf jeden Fall mit Knicken. Das sieht besser aus, weil hier haben wir ja die gebogene Schnellstraße. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwie so hinbekommen. Genau, dann haben wir hier auf jeden Fall auch mit der Straßenbahn geht es hier rum. Und jetzt würde ich ganz gerne dann mit normalen Straßen dann hier die Verbindung noch machen. Und zwar zum einen würde ich hier eine Verbindung mit reinnehmen. Dann würde ich gerne hier noch eine Verbindung mit reinnehmen. Oh Gott. Das sieht schmerzhaft aus hier an der Stelle. Eieiei. Huiuiui. Was ist denn das passiert? Das ist sogar offiziell passiert. Habe ich ja noch nie gesehen, dass sich das so gequetscht hat. Der Winkel war nicht so extrem. Wir haben den Weg, der eben hier rüber geht. Ne, wo die Leute dann auch hier zur Straßenbahn oder auch ins Wohngebiet wieder rüberkommen. Den schließen wir natürlich dann hier an. Dann passt das hier. Gefällt mir. Kriegen wir hier nämlich ein größeres Gewerbegebiet auf die Beine gestellt, was sehr gut ist. Hier hat dann die Verbindung. Überlege, ob ich hier überhaupt nochmal eine Verbindung mache, aber ich glaube nicht. Es wird ein kleines Gewerbegebiet, ne? Muss man auch dazu sagen, es wird ein kleines. Mmh.
Viel zu viel, wo er snappen möchte hier. Viel zu viel. Dann gehen wir hier nochmal durch. Dann haben wir hier auch ein paar Übergänge automatisch, wo wir dann die Haltestellen in der Nähe bauen könnten. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann würde ich gerne hier noch eine so rein verlaufen lassen. So. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen die Möglichkeiten für Gewerbe, um es aufzubauen. Was tatsächlich auch sehr sinnvoll ist. Würde jetzt allerdings erstmal ganz gerne ihn hier versuchen. Na, warte mal, das machen wir so. Und wir machen den Snap raus. Dass wir hier vielleicht den Anschluss hier nach vorne machen. Ja, dann haben wir auf der Seite auf jeden Fall auch den Anschluss. Hier drüben haben wir ihn allerdings nicht, ne? Die Sache ist, ich würde, glaube ich, ganz gerne hier. Darf auch gar nichts, ne? Muss immer so weit weg von diesen Straßen sein, so. Machen wir das so. Gehen wir hier rüber. Machen hier nochmal eine Verbindung rein. Ja, würde es so gehen halt, ne? Dann hätten wir hier nämlich auch die Verbindung auf die andere Seite. Hier kommen die mit dem Übergang rüber. Denk mal, das ist ganz in Ordnung. Ja, dann würde ich hier an den Stellen natürlich gerne einfach nochmal ein bisschen die kleineren Verbindungen machen. Hier gehen wir dann so durch. So schräg. Hier vorne würde ich dann gerne hier durchwandern. Einfach hier ein paar Verbindungen haben, damit die einfach auch das benutzen können. Hier vorne haben wir ja eh keinen Zebrastreifen. Das funktioniert ja dann eh nicht. Da passt das soweit. Dann haben wir hier drüben nämlich jetzt die Möglichkeit, ordentlich Gewerbe auf die Beine zu stellen. Ich muss mal ganz kurz mit den Gebieten schauen. Dass wir hier natürlich auch wieder ein neues Gebiet zuweisen. Wir lassen erstmal nur die Seite aufbauen. Das dauert jetzt eh ein bisschen. Interessant, dass er hier hinten auch anfängt. Naja. So, wir haben wieder ein bisschen Sterbewelle hier anscheinend. Und wir haben auch viele Friedhöfe, die gleichzeitig entleert haben. Aber das ist jetzt nicht so unser Problem, weil wie gesagt, wir haben mittlerweile ja das Krematorium. Von dem her können wir ja hier schauen, dass wir ein bisschen aufbauen. Guck mal, die zwei hier, die entleeren auch gerade. Hier haben wir halt noch kein Krematorium. Das sind halt eh im Aufbau von den ganzen Sachen. Hinkt mal ein bisschen hinterher. Weil wir ja auch ein bisschen Geld gespart haben an der Stelle. Jetzt würde ich hier ganz gerne, hier haben wir nochmal ein Krematorium. Ich würde, Doch, wir machen hier hinten nochmal eins hin. An die Stelle. So, das heißt, da haben wir hier den Ausbau. Die Friedhöfe haben auf jeden Fall überall eine Möglichkeit zu entleeren. Das heißt, die Sterbewelle. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Und jetzt würde ich gerne mal bei der Fähre noch schauen. Ja, da wollte ich nicht drauf. Oh, interessant. Gut, dass wir da trotzdem mal drauf gegangen sind. Was haben wir denn hier? Wir haben hier gar nicht so viele Leute, die unterwegs sind, ne? Ich würde auf jeden Fall hier nochmal 4 Fähren dazu bringen. Dann mal schauen, wie es sich entwickelt. Das ist halt echt momentan, finde ich persönlich, ein bisschen wenig. Man kann mal gucken, wo ist denn der Auslöser für dieses extreme Chaos hier gerade? Hier drinnen. Was ist hier denn auf einmal passiert? Ist der Einzugsverkehr noch, ne? Kann das sein? Könnte gerade der Einzugsverkehr unter anderem sein. Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ein bisschen mehr los. Gut, wir haben hier diese kompletten Upgrades gehabt. Wir haben jetzt knappe 2000 Einwohner dazu bekommen, vielleicht dadurch ein bisschen. Aber ich sag mal so, das sieht jetzt nicht kritisch aus. Wir haben halt hier das Gewerbe an der Straße. Ist wahrscheinlich nicht so hilfreich. Das Gewerbe hier an der Straße. Da hat man das mit den LKWs, sieht man immer wieder, dass sie das so durchziehen. Aber sonst raus zu, ist eher das Problem. Was haben wir denn hier? Das dürfte auch alles soweit passen.
Ah, wir haben hier die grünen Phasen. Haben wir die einheitlich gemacht wieder? Ich hoffe. Bin mir nicht sicher. Ja, doch. Ist wieder einheitlich. Lassen wir auch so. Nee, das ist okay. Ist erstmal okay. Was haben wir hier? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall wohl hier diese Auf- und Abfahrt. Geht in die Richtung. Gehen hier durch. Gehen hier drauf. Eieiei. Ja, für die ist es ein bisschen umständlich momentan alles. Ich bräuchte hier noch eine Auf- und Abfahrt. Die werde ich hier irgendwo dann mal hinmachen. Die Industrie ist fast... Ja, die ist echt komplett hochgezogen. Krass. Aber, und das muss man sagen, wir brauchen noch mehr Arbeitsplätze. Wahnsinn, oder? Machen hier erstmal eine große Feuerwehr rein. Und tatsächlich wahrscheinlich... Ah, wo so eine kleine Polizeiwache, glaube ich, reicht hier an den Stellen erstmal aus. Hier ein bisschen versorgt haben. Krass, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier doch schon von den Arbeitsplätzen noch mehr benötigen. Aber das ist jetzt nicht so wild. Jetzt haben wir hier die Einbahnstraßen. Hier drüben weiß ich noch gar nicht, wie das hier weitergeht. Würde ich erstmal ohne Einbahnstraßen arbeiten. So. Jetzt haben wir hier einfach vielleicht auch nochmal ein paar Gebiete, vor allem auch so ein paar Sackgassen mit reinbekommen. Nur, dass man einfach auch etwas noch weiter bauen kann. Das wird doch ein großer Klotz erstmal. Das wird erstmal ein großer Klotz. Bin ich mal gespannt, wie das verkehrstechnisch hier funktionieren wird. Das könnte vielleicht etwas Probleme mit sich bringen. Das haben wir hier drüben. Machen wir das auch. Und hier zwischendrin machen wir das auch. So. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall nochmal ein paar. Das lasse ich dann aber trotzdem erstmal so. Weil die müssen ja auch erstmal upgraden, gehe ich von aus. Nee, doch. Dadurch ändert sich das ja auch nochmal ein bisschen. Genau. Aber es soll ein größeres Gebiet werden. Gerade weil wir ja doch jetzt hier den... den Güterbahnhof hier auch hinplatzieren können und alles. Das machen wir so. Und wir machen auch das hier als Brücke. Sieht halt hier dann nicht so schön aus. Ich habe die falsche gebaut, ne? Ups. Entschuldigung. Deswegen sieht das so komisch hier aus. Die hier ist es. Die muss ich bauen. Die asymmetrischen Straßen, die suche ich immer, ne? Das ist wichtig. Die suche ich jedes Mal. Ganz, ganz schlimm. So, dann machen wir das hier auf der Seite auch nochmal. Können wir hier nochmal mit den Pfeilchen hier durchgehen? So. Weiß ich noch nicht, wie ich das machen möchte. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, das funktioniert soweit erstmal, hoffe ich. Gewerbe sollte ich hier auch schon ordentlich... Uiuiui. Sehr ordentlich sogar aufgebaut haben. Ja. Das nicht ohne. Und wir kriegen dadurch jetzt natürlich auch langsam aber sicher wieder Wohnerfrage. Und das ist das, was ich halt auch erreichen wollte. Ich wollte unbedingt Wohnerfrage wieder haben. Einfach dann mal Richtung nächsten Meilenstein kommen und dann auch das Projekt Güterbahnhof etwas in den Angriff nehmen können. Genau, und hier haben wir ja dann zum Beispiel die Wohngebiete. Da habe ich ja schon alles soweit vorbereitet von den Zuweisungen her. Letztes Mal. Da können wir dann also jetzt auch mal langsam weitermachen und können dann hoffen, dass sie dann demnächst aufbauen. Dann würde ich gerne hier eben, mit größeren Straßen würde ich nicht arbeiten. Ich würde, wenn dann, allerhöchstens eben mit der vierspurigen hier arbeiten.
im kleinen Stil. Würde dann hier eben gerne die Verbindung rüber machen. Mach mal nicht. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen auch mit den breiteren oder halt mit mehr Spuren gearbeitet. Würde jetzt auch hier wieder so die Sackgassen vielleicht ein bisschen mit reinbringen. Das Wichtige dabei, dass da halt Parkplätze dran sind. Das sieht hier, glaube ich, ganz cool aus. An den Stellen. Würde ich hier gerne nochmal so ein bisschen die Gebiete machen. Ich finde das halt so irgendwo immer ganz schön. Hier würde ich jeweils durchgehen. Warte mal, das machen wir anders. Das machen wir auf die Weise. Aber hier auf jeden Fall auch wieder das große Gebiet. Und hier mischt sich das dann irgendwo ein bisschen mit dem Green Cities Bereich, ne? Da ist es dann irgendwann. Und da ich ja letztes Mal das irgendwo ein bisschen zugewiesen habe, ich habe keine Ahnung mehr, wie und wo das ist. Deswegen die Straßen, wie gesagt, baue ich ja jetzt danach, wie man gerade gesehen hat. Und mal gucken, wie das dann aussehen wird. Wie gesagt, im Livestream-Projekt, was momentan tatsächlich nicht so oft gelivestreamt wird, es tut mir sehr leid, aber ich bin momentan ein bisschen im Armor-Hype wieder. Also mal auf Twitch fleißig unterwegs in King of the Hill. Aber in dem Projekt, da habe ich eben das schon mal gemacht. Da sieht es echt schick aus mit diesen Mischgebieten. So, dann haben wir hier die Möglichkeit auf einen Spielplatz. Ist ja immer eine schöne Sache mit dem Spielplatz. Geht das? Das geht sogar. Perfekt. Dann haben wir hier links und rechts den Anschluss. Machen wir das nochmal so ein bisschen selbstständig. Da würde ich das, glaube ich, sogar freilassen hier in der Mitte. Können wir dann auch wieder etwas auch mit Parkplätzen arbeiten. So, was wäre dann hier noch möglich mit reinzubringen? Können wir auch mal bauen. Basketball. Dann haben wir hier so ein bisschen ein kleines Erholungseck hier drin. Auf jeden Fall werden jetzt natürlich die Häuser hier schön wieder aufbauen. Die Nachfrage wird jetzt erstmal wieder eine Zeit lang vorhanden sein. Die Industrie war wichtig. Ich habe halt gehofft, dass ich vielleicht wirklich das ein bisschen aufschieben kann, bis wir dann die neue Kachel haben. Aber leider geht das nicht ganz, was ein bisschen schade ist. Aber so ist es. Und guck mal, jetzt haben wir hier den Green Cities Bereich, der hier aufbaut. Dann haben wir heute tatsächlich uns um alle drei Nachfragen so ein bisschen gekümmert, dass es weitergeht. Wir haben Wohngebiete, wir haben Industrie haben wir angeschlossen, ein neues Gebiet. Und Gewerbe haben wir auch ein neues Gebiet aufgebaut. Naja, ne? Fleißig sind wir, fleißig. War auch lange überfällig. Wir haben jetzt ja viele, viele verschiedene andere Sachen gemacht. War lange, lange überfällig sowas. Das war ohne Snap sogar, ne? Es hat sich angefühlt wie Snap. Bin ehrlich. Es hat sich angefühlt wie Snap, als wäre das Snap an. Krass. Okay, das Verkehrsproblem hat sich doch schlechter entwickelt, als ich gedacht habe. Warum ist denn hier so extrem viel los auf einmal, sag mal? Wo möchtet ihr? Ihr möchtet auf den Freeway, ne? Ihr möchtet auf den Freeway. Ihr könnt hier drüber rumfahren. Ihr müsst aber hier auch außen rum, um dann hier auffahren zu können. Also habt ihr nur die Möglichkeit. Ich verstehe. Okay, wir machen mal eine Sache und zwar, wir machen hier eine zeitgesteuerte hin. Hier eine zeitgesteuerte hin.
Können wir mal ganz kurz nochmal hier ein wenig was machen. Hier machen wir die Vorfahrtsstraße hin. Hier reicht das auch. Hier auch. Und hier kommt eine zeitgesteuerte hin. Dann machen wir hier die Vorfahrt. Hier kommt eine zeitgesteuerte hin. Machen hier die Vorfahrt. Dass das immer alles angezeigt wird. Wahnsinn, ey. Hier die Vorfahrt hin. Auch an der Seite. Okay, hier brauchen wir aktuell noch nichts verändern. So. Das heißt, hier haben wir zeitgesteuerte. Gut. Hier haben wir das soweit richtig. Das passt. Guck mal, also diese Fähre, die produziert ja gerade wahnsinnigen Verkehr. Wow. Okay. Interessant hier, was hier los ist an dieser Fähre. Das ist beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend. Ich würde gerne hier... Gerne hier noch ein Stück nach vorne gehen. Ich dann so anschließen. Ne, wir machen das auf die Weise, dass der auf jeden Fall auf die andere Richtung auch nochmal ein bisschen einen Anschluss bekommt. Die fahren hier rein, um umzudrehen. Oder haben die auf jeden Fall gerade, kann das sein? Kann sein, dass sie irgendwo nicht hinkommen. So, das heißt, wir haben hier die Zeit gestalten. Das heißt, sie lockern sich auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen. Wir lassen es mal nebenbei auch etwas schneller laufen, damit wir vielleicht nochmal sehen. Muss ich das hier besser? Ich würde hier eine Zeitgesteuerte noch hinmachen. Und ich würde tatsächlich hier eine Zeitgesteuerte noch hinmachen. Diese Ampel hier direkt ist... Dieser Anschluss ein bisschen zu knapp bemessen, ne? Warte mal. Das machen wir anders. Das ändern wir hier. Das ist okay. Oh, vielleicht die falsche Straße. So. Das ist auf die Weise. Ziehen hier das einfach ein bisschen weiter rüber. Ist ja schnell getan. Hat ja nicht so viele Nodes zum Glück. Solche Wege. Haben wir das? Dann würde ich ganz gerne hier. Euch die vier Spuren lassen. Machen wir es so. So, und jetzt wieder zeitgesteuert. So. Gut, dann machen wir das auf die Weise. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Luft. Auf jeden Fall, nicht viel. Das ist halt auch eine generische, die da anschließt. Darf man nicht vergessen. So, da la. Dass sie hier wieder über die Kreuzung drüber stehen, ist natürlich wieder wundervoll. Das ist ja das, was durch die Zeitgesteuerte eigentlich besser funktionieren sollte. Weil das ist, glaube ich, das große Problem, dass sie an den Seiten da auch nicht rauskamen. Wir waren ja bei 55% verkehrslos. Ich hoffe, das wird jetzt gleich besser. Die neue Industrie, die macht echt uns keinen Gefallen. Ne? Noch nicht. Aber das geht jetzt halt. Ah, wir haben hier dieses Stop and Go wieder drin. Danke für nichts. Dann wundere ich mich jetzt halt nicht unbedingt. Ach Mensch. Wenn halt jeder stoppt dann direkt, dann ist halt auch wieder vorbei, ne? Dann ist halt auch wieder vorbei. Das sind so kleine Sachen, ne? Wenn du zum Beispiel hier nimmst, jetzt muss man halt hier diese Regelung rausnehmen, ne? Aber im Endeffekt, jeder, der hier irgendwie fahren wollte, der hat halt irgendwo einfach mal kurz gestoppt. Jedes Mal, jeder einzelne LKW, so wie es aussah. Das ist natürlich dann, solche Stellen sind halt nicht förderlich unbedingt. Und da man nicht aufpasst, dann geht das halt ganz, ganz flink und dann ist vorbei. Okay, ja, da müssen wir mal gucken. Das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr heute. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Sonst wird die Folge viel zu lang.
Wir haben schon so viel gemacht hier heute in dieser Folge. Das muss ich, glaube ich, tatsächlich vertagen. Das geht nicht anders. Da müssen wir uns drum kümmern. Wir müssen auf jeden Fall hier zu diesem Bürogebiet zum einen müssen wir weitere Übergänge bauen. Hier. Das heißt, dass wir hier Brücken mehrere drüber bauen. Weil bis jetzt haben wir nur die eine Verbindung hier rüber. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen fährt auch sehr, sehr viel eben über diese Brücke hier rüber. Möchte ich hier auf jeden Fall Entlastung schaffen an den Stellen. Gerade bei der Fähre oder so, dass man hier nochmal eine Brücke drüber macht, dass die halt hier rüberkommen. Auch aus diesen Gebieten, dass nicht alles über diese Hauptstraße hier reinläuft. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das eben mit der anderen Industrie machen. Also die neue Industrie, die wir gebaut haben, die muss jetzt halt auch noch erstmal angepasst werden. Die macht momentan auch noch viele Probleme, die verursacht sehr, sehr viel Verkehr. Den müssen wir natürlich erstmal ein bisschen bändigen wieder. Aber das ist ja normal, wenn man wieder irgendwo eine generische mit reinbringt. Die ist ja auch nicht ganz so klein geworden, ne? Also ist schon eine sehr, sehr große generische Industrie. Müssen wir mal gucken, ja. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sieht jetzt ein bisschen rasant wieder aus, ne? Große Sterbewelle, Polizei, also die kommen halt momentan nicht durch. Wird sich aber auch wieder alles so weit erholen, da bin ich mir sicher. Da mache ich mir jetzt nicht so den Stress. Hätte sein können, ein bisschen haben wir jetzt auf jeden Fall mit dem Ding hier, mit den Zeitgestalten vielleicht das, die Kreuzung ein bisschen freigeräumt, dass halt auch andere Seiten, die momentan halt nicht rauskamen, wieder rauskommen. Weil irgendwie stehen die halt immer über diese ganze Kreuzung drüber, die Leute. Und Leute, die von den Seitenstraßen dann aus irgendwie auf die Straßen möchten, die haben einfach gar keine Chance. Und das ist eben so das große Problem. Nee, da werden wir nächstes Mal ein bisschen gucken. Das heißt, wir haben für die nächste Folge eigentlich schon wieder was, um was wir uns kümmern müssen. Und werden dann einfach gucken, dass wir ein bisschen Entlastung schaffen, dass wir ein paar Brücken eben bauen. Und dass wir eben schauen, dass wir die Industrie, die wir jetzt heute neu gebaut haben, dass wir die vielleicht ein bisschen weiter auch anschließen. Ja, dass wir da vielleicht gucken, aber vielleicht doch mal ein paar Entlastungsstraßen. Einen Freeware-Anschluss werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, das ist ein bisschen knapp. Aber dass man vielleicht irgendwie guckt, dass man das anderweitig dann mit einer vielleicht zweiten Zufahrt noch irgendwie ein bisschen entlastet bekommt. Genau. So, ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Und ja, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht in All-in-One. Vergesst bitte die Bewertung nicht, wäre cool von euch. Und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.